Also der Klimawandel passiert dadurch, dass Autos, Flugzeuge und so und andere Fortbewegungsmittel CO2 ausstoßen. Und dieser CO2 kommt in die Umlaufbahn. Dadurch, dass die Polarstellen, Nord- und Südpolar, schmelzen, wird erstens das ganze Süßwasser und Kaltwasser in die Umlaufbahn gebracht. Dadurch kühlt das Wasser auf und kleinere Inseln werden überflutet.